What a headache. Guten Tag und hallo, zurück bei, was sagt er? Egal, Survival auf dem Zauberweltenkanal. Und mit dabei ist wieder Björn, weil ohne Björn macht dieses Spiel doch keinen Spaß. Hallo. ich muss mich schon gleich entschuldigen, ich habe eine Erkältung. Wenn ich hier rumhuste und niese, dann versuche ich das so leise zu machen wie möglich, aber es könnte sein, dass das nicht ganz klappt. Seuche, alles Seuche. Genau. Wo bist du denn? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich bin jetzt hier, ich glaube, ich bin unter diesem Gefängnis an dieser Höhle, wo man da so rauskommt. Aber ach so, ich habe jetzt... Ist hier da so ein Turm? Ich bin noch im Gefängnis. Ach so. Warte mal. Ah ja, dann warte ich hier mal. Dann müsstest du ja vielleicht... oh Gott, wie bin ich denn da rausgekommen? Ich habe gerade eine Tür durch Türen gegangen, ja. Und war dann draußen. Oh, Lichteffekt. Oh, krass. Hammer. Ja. Ich bin irgendwie gerade rausgekommen. Was? Echt? Ja. Also auf dem Hof. Was? Ach so. Da ist so ein Hof, der hat gar keinen weiteren Ausgang. Ich glaube, den habe ich gefunden, ja. Genau, da musst du wieder rein. Weil da geht's nicht weiter. Na toll. Und dann geht's durch so eine, ich glaube, durch so Doppeltüren. Die musst du auch aufschließen, aufknacken. Oh, ich glaube. Ich habe aber einen Weg unten lang gefunden. Ein Weg unten lang? Ja, durch die Kanalisation. Ja, genau, da musst du wahrscheinlich lang. Achso. Ist auf jeden Fall alles ziemlich dunkel. Hallo, geh. Wahrscheinlich findet man in der Butze auch nichts zu schießen oder so, ne? Oder zu essen. Nee, ich habe eine Fackel gefunden und eine Jacke. Achso, nein, obwohl, ja. Muss man schwimmen, wenn man hier ist? Nee. Ich habe auch erst gedacht, dachte auch so, das ist irgendwie, wird dann unangenehm, aber das ist nur. Ach, schwimmen kann man ja auch gar nicht. Ein Zentimeter dickes Wasser. Ach so, ich muss in das Wasser rein. Okay. Also ja, da geht ja so ein Steg und der hört irgendwann auf. Genau. Und dann springst du runter und dann läufst du irgendwie weiter und dann kommt da so ein Stein und da musst du durch und dann wird es schwarz und lädt eine ganze Zeit und dann müsstest du eventuell hier rauskommen. Ja, wirklich hell ist es hier allgemein nicht. Ich sehe auf dem Vorschau-Monitor sehe ich überhaupt nichts. Oh toll, links, rechts, was nehme ich denn? Hast du denn deine Fackel nicht dabei? Nein, ich habe keine Fackel dabei. Fackel. Entschuldigung. Ja, ich hatte aber zu lange keine Fackel dabei. Du Glücklicher. Ich hatte aber auch keine Lust, jetzt die Butze zu durchsuchen. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Schwarzen Bildschirm habe ich. Ja, das könnte ganz gut sein. Ich hoffe, er lädt nur. Bist du an einem Stein vorbeigelaufen? Ja. Ja, das ist... Bitte warten. Verbindung mit dem Server. Verbindung mit dem Server was? Ah! Bist du das? Ah, hallo. Verbündeter, ein Meter. Hallo. Du bist gerade aus der... Aus dem Boden rausge... Echt? Quasi. Wie bei Earth 20 irgendwas. Boom, okay, alles klar. Ja, dann... Du siehst ja lustig aus. Ey, das... Wie sieht denn aus? Also, so richtig schick gemacht haben sie es noch nicht, ne? Also es sieht immer noch so aus, als würde man über den Boden glitschen. So Schlittschuh fahren, ja. Ja, so ein bisschen. Ganz, ganz eigenartig. Oh, ich hab einen Zuschauer. Ich bin total beeindruckt. Ah, hallo Zuschauer. Hallo. Könntest du jetzt was sagen? Könntest du dich hinterher auf YouTube sehen, hören? Das wäre komisch, würdest du dich sehen können. So, wo wollen wir denn hin? Was machen wir denn heute mal? Die Map ist ja irgendwie komplett anders jetzt, laut den letzten Update-News. Hätte ich, glaube ich, auch gar nicht gemerkt irgendwie. Ich kenne mich ja nicht so gut aus. Naja, aber das ist. Wir sind ja. Das letzte Mal haben wir ja in dem Sumpfgebiet aufgehört zu spielen. Ja, genau. Ja, schade, dass der Spielstand nicht mehr da ist. Ja. Das war ganz. Ja. Wir sind natürlich auch hervorragend vorbereitet und wissen jetzt ganz genau, wie man craftet. Ja, genau. Gehst du links lang? Dann gehe ich hier rechts lang. Mal angeguckt, aber. Ja, nachdem wir gespielt haben, habe ich das mal nachgeguckt. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr. Ob man den Kran hier reparieren kann? Ja. Hochprofessionelle Let's Player. Sowas ja, das ja. Könnte. Das, ja, oh, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht was drauf ist. Nee, überhaupt nichts. Ich kann hier auf den Zug rumlaufen, das ist toll. Ich gehe mal zu dem Zug hier links. Wo kann man da hochlaufen? Oh, da kann man bestimmt hochlaufen. Hier auf den Turm. Yay, ich gehe auf den Turm. Welcher Turm? Oh, da will ich auch hoch. Ja, der Turm. Oh, ich habe mich gerade verletzt.
Ich hab. Oh, echt? Ja, weil ich vom Zug gesprungen bin. Das ist eine doofe Idee. Ah, eine Leiter? Ha. Ja, das ist ja eine hübsche Animation, wie man da hochläuft. Ja, das ist so groß. Oh, das ist ja gruselig. Aber sie haben auf die neue Unreal Engine umgestellt. Das sieht man an den Glitzertexturen. Also der Betonturm, der glitzert. Ah. Ja, Glitzerbeton, das ist immer, das habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, ein Feuerzeug. Haha, meins. Da liegt irgendwie eine Mütze oder so. Oh. Das ziehen wir doch glatt mal an. Das sieht ja richtig dämlich aus jetzt. Sehr geil. Damit dir nicht kalt ist. Ja, über den Kopf, lach nicht, da verliert man sehr viel Hitze. Achso. Es ist wichtig, den Kopf. Ja, ja. Ich gehe mal wieder runter. Hier, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich jetzt sterbe, wenn ich hier auf die Leiter. Ja, das kann passieren. Nee, warte mal, da geht's ja noch da hoch, oder? Ja, ich komme irgendwie nicht hoch. Irgendwie. Ich auch nicht. Geht nicht. Keine Ahnung. Na gut, dann nicht. Das sieht ja lustig aus, wie du runterläufst. Geil! Warte, muss man gleich mal hochgucken. Warte mal. Kahüp? Ja. Wie komme ich denn jetzt an die Leiter ran? Ah. Ich komme da echt nicht hoch. Pass auf. Ah, verdammt. Wie bist du denn runtergekommen? Achso. Ich guck nach unten und. Guck mal hoch. Sieht das nicht scheiße aus? Hallo! Oh! Ich bin tot. Scheiße. Oh! Sie sind gestorben. Oh. Cheater. Hast du was gedroppt? Nee, weiß ich nicht. Aber ich stehe da jetzt noch. Das ist ja komisch. Ja, ich hatte einen Schraubendreher und ich hatte zwei Feuerzeuge. Genau, und den habe ich mal eingepackt. Das sieht nicht bequem aus, wie du da liegst. Ja, ich sehe mich neben dir stehen. Das ist oh. Ah. Ich bin ein Geist. Kahüp? Hallo. Kannst, ach so, das heißt, kannst du rumlaufen? Nee, irgendwie, der läuft nur auf der Stelle. Gibt's spawnst du jetzt wieder irgendwie? Ja, ich habe einen Countdown hier über eine Minute. Jetzt sind es noch 15 Sekunden. Ist okay. Und dann spawn ich, ja, weiß ich nicht wo. Keine Ahnung. Schon wieder 8 Millionen Kilometer entfernt. Wäre es jetzt im Gefängnis, wäre es nicht so schlimm. Ich finde wahrscheinlich den Ausgang nie wieder so schnell, aber... Also es würde ja Sinn machen, wenn es dann irgendwie vor der Höhle wäre. Ja. Nee, ich bin... Scheiße, wo bin ich hier? Ach, so. Kacke. Und es gibt ja keine Map, ne? Nee. Echt, du bist draußen irgendwo? Ich bin richtig weit weg. Oder, naja, das weiß man nicht, ob ich weit weg bin. Ich bin in irgendeiner Hütte. Aha, okay. Warte mal, gab's... Achso, nee, eine Karte gab's, aber die muss man finden, oder? Ja, und da war auch nicht dann drauf angezeigt, wo irgendwer ist. Ich hab... Ja, das ist Juli, jetzt ich könnte so lange sterben, bis ich bei dir spawne durch Zufall. Ja, das wäre ganz groß. Ja, das ist ja blöd jetzt. Warte mal, da muss man doch irgendwie... Ach, das letzte Mal sind wir auch nie weit voneinander weggespawnt. Ja, eben. Ich meine, dieser Turm, der ist ja wahrscheinlich leicht zu sehen. Ja. Der ist ja recht hoch. Ich muss hier jetzt erstmal die Türen alle aufmachen. Das ist schon wichtig. Oh, ich hab immer einen Hammer gefunden. Eine Schrotflinte gefunden, yay. Toll, ich hab einen Hammer, er hat eine Schrotflinte, super. Ich glaube, ich habe sogar Munition. Wie macht man das denn? Nee. Das muss man irgendwie kombinieren miteinander oder so. Doppelklick hat gereicht. Critical Hungered, das heißt wahrscheinlich bringt mir das eh nichts. Ich komm's nicht weit mit, ja. Ich kann mir einen Busch schießen, den an dem... Am Busch nagen. Konnte man nicht irgendwie sprinten? Ach, nee, das war Tape. Hier ist irgendwie so ein Dorf. Aber. Es gibt auch neue Gegner, ne? Man hat jetzt irgendwie Wölfe. Also, Wölfe gab es ja vorher schon. Wie heißen die Dinger? Bären? Bären, genau. Und irgendwas Jagdbares. So dass man nicht mehr Wolffleisch essen muss. War eigentlich okay. Das Kannibalismus. Oh. Aha. Also ich sehe da so eine Brücke, sehe ich. Eine Brücke. Eine riesengroße Brücke. Doch ja, da Brücke. Ist eine. Ja, sehe ich auch. Da komme jetzt gerade drauf zu. Ja? Hier sind auch Häuser. Häuser? So Gitter. Und es sieht aus wie eine Polizeistation oder sowas in der Art. Achso, nee. Also ich habe hier solche. Oh, 7 Brücken mindestens. Nein, das sind. Ist so eine Bogenbrücke, die eine.
Eine doppelte? Also mit Metallstreben und so? Also siehst du sowas? Jetzt gerade ja, so eine Eisenbahnbrücke war das. Ah, ja, ja, das kann gut sein. Ja, das ist eine Eisenbahnbrücke. Vielleicht finden wir uns ja. Ich wollte dann gerade hier drinnen kurz nach Futter gucken. Weil es sonst bestimmt gleich doof wird. Mhm. Oh, was habe ich denn da? Flüssigkeit. Oh, was haben wir da? Ein Bier. Ah, erstmal ein Bier zischen. Mal gemütlich machen. Hat das Spiel grafisch dazu gewonnen oder habe ich das einfach nur schlechter in Erinnerung? Nee, ich glaube, das ist so. Ich glaube, es hat sich nicht wirklich verändert. Ja. Also hat jemand was gebaut? Ah. Ui. Also zumindest, also in diesem Singleplayer-Teil, das fand ich irgendwie. Nee, das war nicht so toll. Hast du diese Gasmaskentextur gesehen? Nee. Nee. Da war irgendwie auf dem Boden so ein Haufen Gasmasken, aber halt nur so als Textur, das sah irgendwie auch lustig aus. Achso, nee, ich bin da so schnell raus, weil ich dachte, ich will erstmal zu dir. Ja. Du, ich glaube, ich laufe gerade dahin, wo ich gestorben bin. Oh, ich bin in einem Traktor. Wie und cool. Ich werde von Wölfen gejagt. Kacke. Oh, drei Stück? Ich habe zwei Schrotpatronen, wenn ich wüsste. Bist du an den Gleisen? Ich habe drei Wölfe. Ja. Rennst du über diese Brücke? Oder von wo? Ich renne gar nicht. Ich haue gerade auf Wölfe ein. Ach so. Ja. Also, wenn du Hunger hast, ne? Ja. Ich habe Wolfsfleisch. Ja. Wo bist du denn? An irgendeinem Bahnhof. An einem Bahnhof. Hier ist ein Bahnhof. Ist da dieser Turm? Siehst du diesen Turm? Nee. Ist das, nee. Meinst du, ist es dieser große Güterbahnhof oder ist das ein kleiner? Hier sind mindestens drei Gleise, würde ich mal behaupten. Das ist, glaube ich, ein Personenbahnhof, ja. Aber nicht dieses riesige Teil, das ist ja eine riesige Bahnanlage gewesen. Da, wo ich tot gegangen bin? Ja. Nee, das ist es nicht. Okay. Nee, ist tatsächlich wo ganz anders hier. Okay, ne, vielleicht muss ich in die andere Richtung laufen. Aber wenn ich lang genug den Gleisen folge, dann finde ich dich vielleicht. Ach, ist auch ein Sackbahnhof. Ja, schön. Okay, eindeutig die falsche Richtung. Mist. Warum? Ah, okay. Konnte man mit dem Hammer Bäume fällen? Ich glaube, konnte man mit dem nicht bauen? Ich weiß gar nicht. Ja. Wir nicht, aber... Also, theoretisch. Angeblich kann man das, ja. Man kommt nicht in den Zug rein, das ist frustrierend. Kahüb? 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 Ich fürchte, ich werde bald... Einen Hungertod sterben, ja? Ja, sterben, bis ich tot bin, wahrscheinlich. Ich latsche jetzt mal hier über diese eine Brücke und dann... Das ist so eine flache... Ach Gott, hier sind wirklich ganz viele Brücken. Okay. Ganz viele Brücken klingt gut. Ist das eine so mit Rundungen obendrauf oder ist es flach obendrauf? Ich laufe gerade über eine flache. Ja. Aber links... Ach nee, was ist das denn? Nee, links von mir, das sieht aus, als wäre das so ein großer... Eine große Eisenbahnhalle irgendwie. Ja, bleib mal stehen, wo du bist. Ich weiß nicht, ob ich hier die Leiter hochkomme. Hallo? Hallo? Ich komm die Leiter nicht hoch. Ich seh dich. Ah, du siehst mich? Ja, da unten bist du. Also wenn du das bist. Ich hüpfe. Ja. Ja, ich seh dich. Hallo. Hallo. Hast du was zu essen, bitte? Ja, hast du eine Axt? Nein. Und Benzin? Und Feuer? Achso, müssen wir. Oh nein. Ich hab Feuerzeug. Tipp, ich hab besser vor allen Dingen jetzt gerade einen Glitch. Achso, jetzt auch. Ich bin da nicht hochgekommen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, du kommst runter. Ja. Vorsicht! Ich bin nicht sterben! Ups, zu spät. Das sieht ja lustig aus, wie du da so liegst. Außerdem wachsen dir jetzt so Blümchen aus dem Rücken. Ich nehme mal dein Zeug mit, ne? Ja, bedien dich. Drei Feuerzeuge, du Bierschlund. Oh, eine Fackel. Ich hab gerade einen Soundglitch. Ja, okay. Die Stimme von diesem Kerl, die irgendwie ganz viele gruselige Dinge sagt, das ist ja irgendwie.
Ja, der redet die ganze Zeit, ne? Das ist total ätzend. Wo bist du denn? Ich, Achso, du bist ja noch in der Min. Ich liege am Ende der. Ich sehe dich. Ja, du musst ja noch warten, ne? So, noch 12 Sekunden. Mal gucken, wo du spawnst. Diese Leitern sind gefährlich. Ich gehe auch keine Leiter mehr runter. So. Ich wollte gerade sagen hoch, aber. Okay. Ich bin hier. Ich habe so eine ganz schicke Armbanduhr. Wo bist du denn? Ich bin hier. Ah ja, ach da. Hier. Ja. Hier ist eine Straße und hier ist ein Häuschen und ein kleiner Brunnen. Sind da mehrere Häuser? Nur so zwei. Da war einer, ja, das ein Häuschen und das noch ein Häuschen. Okay, dann glaube. Vielleicht bist du da, wo ich eben war, wo ich gespawnt bin. Das könnte sein, aber Schubladen sind zu. Hast du die mal brav zugemacht? In dem einen Haus habe ich nur geguckt und da habe ich sie alle offen gelassen. Okay. Sonst kann man sich das ja nicht merken, wo man war. Hier ist Futter drin. So ein bisschen. Oh, ich muss ein anderes Aufnahmeprogramm benutzen. Die CPU-Last von diesem Programm raubt die ganze CPU-Last fürs OBS. Okay. Das ist sehr ätzend. Ich kann auch hier keine Settings umstellen, ne? Dam. Nö. Da hustet der hier rum. Entschuldigung. Nee, wo war das denn verflucht? Nee, der Ort war da, in die Richtung. Ah. Oh, ein Mülleimer. Vielleicht ist der Mülleimer was da. Und eine Glock, oder? Ist das eine Glock? Ah. Ich glaube, es ist eine Glock. Ich habe deine Schrotflinte, die kannst du auch gerne wieder haben. Ach ja, ich hänge da nicht so dran. Ach ja, genau, hier warst du, genau. Das Cornflakes vergessen, oder? Sind das Cornflakes? Ja, Dryplex. Was? Ich habe da was liegen lassen? Ja. Ach so, warte, das könnte aber sein. Ach nee, warte, das war's. War das letzte Mal nicht so, dass der Loot sich unterschied? Ah ja, stimmt, ja, da sind genau, unterschiedliche genau. Sachen drin. Was gar nicht so verkehrt ist, glaube ich. Das ist höflich auf jeden Fall. Da ist der Brunnen. So, in welchem Haus magst du sein? Ich bin in dem, ich glaube, oberen, das so ein bisschen am Hang liegt. Warte, ich komme mal raus. Ja, ich sehe dich. Hallo. Hab dich. Ui, jetzt wäre ich tot. Jetzt wäre ich tot gewesen, wenn das ein Feind gewesen wäre. Ja. Kann ich denn 9x19 7P? Nee, das ist. Die Waffe bringt mir gerade noch nichts. Hm. Ich gehe mal in das Haus gegenüber. Ich komme mal mit. Gegenüber? Unten meinst du, auf der Straße? Ja. Ach, da warst du auch schon zugange hier. Ja. Aber für mich nicht sichtbar. Mein Knabe keucht ganz schön. Nö. Jetzt steht bei mir bei Hunger und Durst None. Aber das ist das gut? Wahrscheinlich schon, oder? None ist super, ja. Ich habe Durst und Hunger. Aber was soll man machen, wenn man nichts findet? Ist hier nicht noch ein Haus? Waren hier nicht drei? Ja, ich habe noch was. Ich habe Dinge gefunden. Warte Echt? Mal, ich kann an dir das. Wie kann ich das hinlegen? Warte. Job Selected Item. Zu mir. Ein Biersnack. Oh. Ein Bier und ein Biersnack, oder? Wie droppt man? Tab, dann wählst du das Ding an und drückst auf den Mülleimer. Das? Ah ja, okay. Ich hätte hier irgendwie Feuerzeuge. Oh, danke. Hab's. Okay, Beef Jerky war total lecker. Was ist das? Ah, sehr gut. Jetzt habe ich nur noch leichten Durst. Dankeschön. Bitteschön. Hörst du das eigentlich? Was denn? Das da? Das klackt. Dein Geklicke? Ja, genau. Ja. Ein sehr empfindliches Mikrofon. Wach. Hallo, Tür, geh auf.
Nischt. Noch nischt. Nischt. Noch weniger als nischt. Oh, hier ist was. Oh, ich hab auch was. Was ist das? Tint Meat. Schokolade. Von dem Hühnchen in der Dose hatte ich letztes Mal schon erzählt, oder? Ja. Oh, das ist so, so ein Grillhähnchen oder so, ne? Nee, es war, ich weiß es nicht, ob es gegrillt war. Es war nicht erkennbar. Du hast eine Glock, ne? Ich hab eine Glock, ja. Ja, hier, nimm. Hast du? Muni. Oh, warum? Oh, Kleidung. Ich muss dir leider was zu essen geben, weil sonst kann ich das nicht aufnehmen. Ich hab ein Jackending. Ja, sobald wir uns ein Feuerchen machen können. Hast du noch Platz oder soll ich das mitnehmen? Ich hab. Nee, jetzt kann ich's nehmen. Okay. Magazin ist drin. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht. Oh, Entschuldigung. Huch, da ist ein. Toll, ich hab ein Funkgerät. Das ist eine Axt, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Achso, keine gesehen. Ja, warte mal, dann lege ich doch mal das halbleere Feuerzeug weg. Ich habe ein Waffenreinigungsgerät gefunden. Ach nee, ist ein Hammer. Ach, Hammer ist doch super. Ich weiß gar nicht. Ah ja, ich habe meinen Hammer noch. Okay. Ein Hammerreinigungsgerät. Da liegt. Hammerreinigungsgerät. Da. Fleisch. Oh, hast du Alter, ich habe eine Offiziersmütze. Guck dir das an hier. Hast du das Fleisch? Hast du Fleisch da hingelegt? Ich habe Fleisch gedroppt, ja. Achso, okay. Oh, schick. Ich habe irgendwie 3 Wölfe totgeschlagen und deswegen hatte ich 3 Schnitzel. Oh, noch ein Feuerzeug. Richtig toll. Mit die Schnitzel. Brauchen wir denn wirklich Benzin zum... Ja. Das ist ja auch irgendwie... Das Holz brennt ja ohne Benzin nicht. Das ist ja allgemein bekannt. Das soll man. Und das ist ein russisches Spiel. Vielleicht sind die da einfach härter. Ja. Die machen da... Von dem Sandkasten hatte ich auch erzählt, ne? Den wir in Norwegen gesehen haben. Nee. Wir waren in Norwegen sehr dicht an der russischen Grenze. Und da stand dann so ein Sandkasten. Und der war einfach mal nicht mit Sand gefüllt, sondern mit Kieselstein. Total geil. So, die russischen Kinder werden abgehärtet mit Kieselstein. Los, Kind, bau eine Steinburg. Ja, das ist total großartig. Wir haben leider verpasst, ein Foto von zu machen. Das passt aber zum Toilettenpapier. Was war das? Zum was? Zu dem Toilettenpapier mit den Hundewelpen drauf. Oh, die Hundewelpen, die haben mich fertig gemacht. Die fand ich echt schlimm. Hier ist ja mal nischt. Nö, aber... Ich bin einfach jetzt auch ohne dich zu fragen geradeaus in die Wildnis gelaufen. Ich hoffe, das war okay. Wie wechselt man denn die Waffe? Was meinst du? Wie wechselt man denn die Waffe? Wie war das denn? Ja? So, denke ich mal. Also zwischen 1 und 2. Ja, das Übliche. Ja. Wolltest du? Genau, wir denken das Gleiche. Das nützt, glaube ich, nichts. Das ist einfach nur behämmert. Habe ich was? Nein. Ach. Der war ganz schön klar. Nee, da passiert nichts. Nö. Würde auch keinen Sinn machen, mit dem Hammer einen Baum fällen. Also wo gibt's denn sowas? Also hast du schon mal Ark gespielt? Nee. Ist aber gerade im Angebot. Ja. Ich fand das ganz cool eigentlich. Es frisst halt auch Ressourcen wie Sau, aber uns halt überhaupt nicht optimiert. Aber schon cool. Am Anfang musst du auch einen Baum umboxen. Mit der bloßen Faust. Mit der Hand, ne? Ja, genau. Ah, das, also das tut auch das weh. Schon mal gesehen. Also, du kriegst auch Schaden dabei, aber... Dann schlägst du da die Baumstücken raus. Großartig. Das ist bei dem anderen Gott, irgend so ein Dinosaurier-Spiel auch. Da fällt man keine Bäume, da hackt man auf die Bäume ein und dann kann man, je nachdem wie gut man in Hacken ist, kriegt man dann Holzscheite daraus, aber der Baum bleibt weiter stehen. Ach so, okay. Und irgendwie nach 20 Minuten oder so kannst du wieder neue Baumstücken rausschneiden. Das ist total großartig. Ich glaube, das war hier doch. Das ist ja nur ein Spiel. Ja. Hier fallen ja die Bäume um, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube. Da ist eine Ortschaft. Eine Ortschaft. Und die Bäume, die wackeln so komisch, wenn man sich denen nähert. Sieht ein bisschen gruselig aus. Mapwechsel.